Jan Nast, ich grüße Sie. Hallo. Guten Abend wünsche ich. Wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. Ich freue mich aufs heutige Konzert wieder. Ja. Ja, man ist ja wirklich von Freitag zu Freitag in Gedanken, was mich sehr freut. Ja. Und heute ist ja auch wirklich so ein Gute-Laune-Programm, oder? Absolut, Faschingszeit. Ne? Ja, absolut. Ohne Fasching, aber ja. wir bringen Fasching sozusagen ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer ins Wohnzimmer. Ja, wir haben Lorenzo Viotti hier, einen Dirigent, den wir schon Jahre begleiten und ein ganz besonderes Verhältnis mit dem Orchester hat. Der auch wiederkommen wird, wahrscheinlich, wenn der Saal hier offen hat und dirigieren wird. Genau, er wird schon im Mai, glaube ich, schon wieder bei uns sein, hier zu Gast, wenn alles wieder geöffnet ist. Und ja, wir haben, wie gesagt, ein Faschingsprogramm mit sehr unterhaltsamen Werken und ganz besonderen Gästen heute. Erzähl uns über die Gäste. Ja, die Wiener Sängerknaben kommen heute. Schön. Und uns besuchen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich spontan bereit erklärt haben, auch dabei zu sein. Und wir werden zwei sehr schöne Werke hören heute. Matrosenpolka, ich habe mir extra das passende T-Shirt anzuziehen. Genau, ja. Und die Trittstratschpolka. Ja. Ja, und dann gehen wir noch in einen schönen Straußwalzer und dann Ravel La Valse zum Schluss. Also eigentlich eine Deklination des Walzers, des Wiener Walzers. Genau. Auf französische Art zum Schluss. Ein bisschen Fasching in Wien. Und während du hochgehst, hören wir schon mal Musik. Und zwar die Ouvertüre zur Lustigen Witwe von Franz Lehár, deine 309. Vielen Dank. Viel Spaß. Danke. Ciao. Thank you.
Schwungvoll. Die Ouvertüre zur lustigen Witwe war das von Franz Lehár hier bei den Wohnzimmerkonzerten der Wiener Symphoniker im Wohnzimmer der Wiener Symphoniker im Konzerthaus in Wien. Ganz herzlich willkommen, Lorenzo Viotti. Danke. Du bist geboren in Lausanne, bist ein Globetrotter, hast aber einen Großteil deines Studiums in Wien verbracht als Percussionist. Würdest du sagen, ist es deine Herzensheimat? Eine deiner Herzensheimaten? Eine meiner Herzensheimat, total. Jedes Mal, wenn ich nach Wien komme, ich fühle mich irgendwie zu Hause. Mhm. Und ich habe eigentlich mein Leben als Musiker hier angefangen. Mhm. Und deshalb diese Klangtradition und diese Musik, die wir gerade spielen, ist ein Teil von meinem Blut. Absolut. Und ich liebe einfach diese Stil von Musik, diese Klänge, diese Art zu spielen, weil ich habe einfach auch Deutsch gelernt in Wien, also nicht wirklich Deutsch, sondern Wienerisch. Ja, und die Charme, die herum diese Sprache ist und diese Schmäh. Und also ich habe unglaublich schöne Erinnerungen. Ist die Sprache so ähnlich, wie man in Wien auch Walzer spielt? Also man spielt ja in Wien anders Walzer. Heute dreht sich in deinem Programm alles um den Walzer. Mhm. Ja, immer so ein bisschen verschleppt, immer ein bisschen mit Schmäh, immer ein bisschen anders als anderswo, oder? Ihr spricht einfach ein faules Deutsch. Mit Charme manchmal. Also man muss trotzdem eine Flair haben für diese Charme. Aber ich finde sehr, sehr, sehr schön, wie man ungenau manchmal spricht. Und natürlich. Man muss ja auch gemeinsam ungenau sein. Das ist ja das Schwierige dabei. Und nicht trittstraff, ja, genau. Also man muss wirklich Freiheit im Tempo. Und das kann man nur in Wien irgendwie natürlich haben. Und im Orchester, man merkt, also ein top-deutsches Orchester hat irgendwie mehr Schwierigkeit, Rubato, komplett, also natürliche Rubato in eine Phrase natürlich zu spielen, als zum Beispiel vielleicht hier, weil das ist irgendwie im Blut. Wenn man nicht das spürt, man kann das nicht spielen. Du bist Perkussionist, kommt dir das entgegen, dann auch so ein bisschen Drive zu haben im Rhythmus und nicht m-ba-ba, 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 irgendwie, sondern auch ein großes Ensemble sozusagen in diesen, wie du sagst, etwas schlampigen, in die schlampige Genauigkeit zu führen? Ich glaube, diese zweiseitige sind sehr wichtig. Ich habe angefangen in Frankreich, wo alles sehr streng ist und gerade und nicht frei irgendwie. Und plötzlich kam nach Wien und ich sollte alles wieder lernen. Mhm. Und also ich hab viel Jazz gespielt und ich liebe zum Beispiel sehr viel brasilianische Musik und diese Art, wo auch eine Samba ist nie gerade. Also man kann das auch nicht lernen. Sie ist einfach immer nur spüren. Und ich habe zuerst, das war sehr schwierig, mein erster großer Trommelschlag Frauen Schatten an der Wiener Staatsoper als Aushilfe. Mhm. Also am Anfang, bam, 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 war ich eben zu früh. Und das war also Thielemann und alle, also das war schlimm, weil ich habe mich total nackt gefühlt. Und dann habe ich einfach wirklich auch diese Spätklingen, also spielen, warum? Weil es hat ein Klangergebnis. Das Wiener Blut von klein auf saugen die Wiener Sängerknaben auf. Und da stehen schon drei bereit, glaube ich. Und da gehe ich mal kurz hin und wir reden gleich weiter über den Walzer. Danke und toi, toi, toi. Danke. Ja, und da sind sie schon, Theo, Gabriel und Michael. Herzlich willkommen euch. Theo, du bist der Älteste, wahrscheinlich schon am längsten dabei. Hast wahrscheinlich schon auch einige Reisen mitgemacht. Ist momentan nicht möglich. Vermisst du das? Nicht reisen können? Ja, schon. Das vermisse ich schon ein bisschen. Wo warst du denn schon überall? Ich war schon in China, in den USA und in Australien. Und jetzt ist momentan gar nichts los. Da bist du im Konzerthaus in Wien. Ja, ganz genau. Auch nicht der schlechteste Ort, oder? Nein. Du warst auch schon unterwegs und bist auch schon gereist, Gabriel? Ja. Ja? Wo warst du schon? Ich war auch in den USA und in China. Okay. Mehr kommt jetzt gerade nicht mehr. Wie sieht denn euer Alltag aus? Normalerweise eben teilweise Schule, teilweise unterwegs. Was macht ihr denn jetzt so den ganzen Tag? Den ganzen Tag machen wir eigentlich noch Distance Learning. Mhm. Montag, Mittwoch haben wir dann eigentlich Probe. Mhm. Das war es eigentlich dann leider auch schon. Okay, und Distance Learning mit Singen geht wahrscheinlich nicht. Da müsst ihr euch leider dann nicht. Schon treffen und sehen. Mhm. Und das funktioniert aber auch. Ja, zum Glück. Und Auftritte, gab es irgendwo schon was?
Lange nicht mehr. Lange nicht mehr. Aber wir hoffen alle und irgendwann wird es schon wieder weitergehen, oder? Ja. Michael, du bist der Jüngste. Du bist in einer blöden Zeit gekommen. Du bist noch gar nicht so richtig unterwegs gewesen, glaube ich, oder? Nein, eigentlich nicht. Außer nach, was hast du gesagt? Budapest war ich schon. Immerhin, oder? Ist ja mal ein Anfang. Ja? Fast der ganze Weg nach China. Ihr singt zwei Stücke. Die eine ist die Matrosenpolka, die Tritsch-Tratsch-Polka. Welche gefällt euch besser? Also mir gefällt die Matrosenpolka besser. Was dir, Gabriel? Auch Matrosenpolka. Ja, mir auch. Weil also, sie? Naja, weil ihr Matrosen seid, offensichtlich? Naja, es ist lustiger und ja, es hat mehr Vielfalt. Und das hören wir uns jetzt alles an von euch. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank. Schick euch schon mal auf die Bühne. Toi, toi, toi. Dankeschön. So
Ja, Walzer und Polka waren das. Lorenzo Viotti, das war das Wiener Blut. Mhm. Und so schlampert war es gar nicht, oder? Ah, mit viel Feuer, immer. Der Walzer, würdest du sagen, ist ein Teil von Wiener Lebensgefühl? War. Ah, okay. Und was ist verloren gegangen? Also, wir haben uns letztes Jahr bei einem Ball getroffen. Und das ist auch, deshalb habe ich dieses Programm ausgewählt, weil ich, es hat mir diese Nostalgie gefällt von dieser Musik. Mhm. Und, aber man spürt trotzdem, dass zum Beispiel die neue Generation, man verliert ein bisschen diese tiefe Interesse. Okay. Warum spielen wir einen Walzer so? Was ist die Geschichte? Und kann man noch Vulnerabilität, wenn man tanzt, kann man wirklich als junger Mann oder junge Frau charmant oder Charme akzeptiert, etc. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man weiter das trägt und weiter spielen in eine wirkliche schöne Art. Das ist sehr interessant. Auch 1919 war es, glaube ich, als Ravel gefragt wurde, setz dich doch mal auseinander mit der Kunst des Wiener Walzers und eben dem Charme und der Leichtigkeit und der Verführungskunst. Du hast eben schon gesagt, Samba, das ist ja sozusagen der österreichische Samba eigentlich, der Walzer. Ja. Und was rauskommt, ist, was wir gleich hören, eine Apotheose des Walzers, eine Interpretation. Self-destruction. Eine Selbstzerstörung, ja? Total. Also das ist eine sozusagen Fake-Apotheose. Mhm. Natürlich, Ravel kannte, was passiert nach dem Ersten Weltkrieg. Ich würde sagen, 1919 sind wir. Genau. Ja. Tod war immer bei ihm auf dieser Zeit. Also er war so ein Truck-Driver, weil er war zu klein und zu fragil zum Kämpfen. Mhm. Und er hat einfach seine ganzen Kollegen und Freunde einfach tot gesehen. Also, wenn er das komponiert, das ist, glaube ich, ein Alarm für was später kommt. Würdest du sagen, das ist der Walzer verwandelt sich in einen Totentanz tatsächlich hier? Absolut. Mhm. Absolut. Man hat unglaublich viel charmante Momente, aber in diesem Stück für mich, und man hört das am Schluss, eine Walzer ist drei Zeit in einen Takt. Mhm. Eins, zwei, drei. Wie man stirbt, ein Drei. Mit einem 4 oder mit einem 2. Irgendwie, weil das ist gegen, binario, ternario. Und die letzten Takt von Ravel sind ja, papapapam, sind 4 Töne. Also, das ist wirklich, auch wenn man tanzt einen Walz, wenn man zu schnell, man verliert der Grundpunkt, wo man ist. Und man bekommt wirklich fast manchmal, wie wenn man auf ein Schiff ist, einfach. Man wird sozusagen alles schwindelig. Genau, ja. Genau. Und das Ravel schreibt, das ist diese Schönheit, die man immer, was du in die 1920, 1930 hört und wusste, in diese österreichische Empire und alles ist schön, nobel, noblesse. Und hört. Aber unter das gibt es den Zweiten Weltkrieg, der kommt. Und das Ravel wusste, es ist, alles ist nicht die Realität. Ist ja ein bisschen auch für die heutige Zeit, oder? Wir wissen nicht genau, wie geht's weiter, wie wird's kommen. Also Unsicherheit ist mit Sicherheit hier auch zu hören. Absolut. Ja. Und Angst. Mhm. Aber vielleicht manchmal Hoffnung zum Freiheit. Und das, ich glaube, man redet sehr oft heutzutage, ja, wann kommt wieder die Normalität? Mhm. Persönlich, ich glaube, unsere Normalität seit 1,5 Jahre her war nicht gut. Mhm. Für unsere Kunst, weil das, wie ich fand persönlich sehr flach unsere Beziehung mit dem Publikum, unsere Beziehung mit der neuen Generation, weil alles ist sehr gemütlich. Wir leben in einer kleinen Bubble sozusagen. Und ich glaube, wir müssen diese auch Pandemie nehmen als, man muss kreativ werden, man muss das zum Beispiel machen und avanti gehen. Dann lass uns ein bisschen Hoffnung hören jetzt bei Ravel und beim Walzer. Okay. Wir freuen uns sehr darauf, mit dir ein bisschen durch die Gegenwart zu torkeln. Okay. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Lorenzo Viotti. Danke. Okay.